Ja, und bis vor wenigen Minuten hat mein Kollege Gerd-Joachim von Fallois noch vor dem Kanzleramt ausgeharrt, ist jetzt zurück ins Studio geeilt. Gerd, wer hat denn überhaupt bei dem Treffen teilgenommen? Ja, Sie haben es ja eben gesagt, es war das erste Mal, dass die sogenannte große Runde teilgenommen hat. Das sind die drei Parteichefs, sind ja drei Parteien beteiligt, die drei Generalsekretäre, die drei Fraktionsvorsitzenden und die drei parlamentarischen Geschäftsführer. Das ist allerdings nirgendwo schriftlich geregelt, sondern hat sich so aus der Vergangenheit ergeben. Und der große Koalitionsausschuss tagte ja recht regelmäßig und sehr häufig in der vergangenen Koalition, also unter Schwarz-Gelb. Diesmal, das fiel schon auf, hat es ein Jahr gedauert, ehe die große Runde zusammengekommen ist. Ja, und vor wenigen Minuten ist das Treffen zu Ende gegangen. Wir haben ein paar Bilder, da haben sich Kanzlerin Merkel und CSU-Parteichef Horst Seehofer vor den Toren des Kanzleramts gerade verabschiedet und noch ein paar Worte gewechselt. Dann können wir nämlich gleich zu einem Thema kommen, was die beiden eben auch zusammenführt oder eben trennt. Das ist ein Thema, Gerd, das Horst Seehofer immer wieder angesprochen hat. Kommen wir nämlich zu dem Thema der Ausbau der Netze, Strominfrastruktur. Da hat er einen Meinungswechsel vollzogen und ist dafür heftig in die Kritik gekommen. Was steckt da dahinter? Ja, vor einem Jahr hat der bayerische Ministerpräsident im Bundesrat mit abgestimmt, dass es diese drei Stromtrassen durch Deutschland geben soll. Zwei landen in Bayern. Jetzt hat er seine Meinung geändert, denn der Protest der Bürger ist nicht nur in Bayern, sondern zum Beispiel aktuell auch gerade in Niedersachsen sehr, sehr groß. Und der bayerische Ministerpräsident sagt, wir in Bayern brauchen diese Stromtrassen vielleicht überhaupt nicht. Nur weil wir Politiker uns das in den Kopf gesetzt haben, dass es diese Stromtrassen gibt, die den Strom aus Norddeutschland nach Süden transportieren sollen, bauen wir dieses Mammutprojekt 3.800 Kilometer Stromleitungen unter großen Widerständen der Bevölkerung. Und er sagt, wir haben ja in Bayern Alternativen, wir haben moderne Gaskraftwerke, die sich im Moment aber nicht rechnen, weil die erneuerbaren Energien einfach günstiger zu produzieren sind, als das Gaswerk vorzuhalten. Und er sagt, da müssen wir eben das Geld nehmen, was wir in den Ausbau dieser Netze stecken würden, um die Gaskraftwerke zu subventionieren. Das wäre zumindest eine adäquate Lösung für die Bayern. Das ist ein Thema, was uns sicherlich noch erhalten bleiben wird. Ein weiteres Thema, das heute die Koalitionäre auf der Tagesordnung hatten, das war dieses Stichwort die Karenzzeit, nämlich der Wechsel von Politikern, von Mitgliedern der Exekutive, der Regierung nach ihrer Amtszeit in die Wirtschaft. Da soll es eine Einigung gegeben haben. Sind das gesicherte Informationen? Ja, das ist so ein bisschen der Trick, den man hier angewendet hat. Man hat den Journalisten schon morgens angekündigt, dass man sich bei der Karenzzeit einigen wird. Die Fraktionen, die heute auch getagt haben von CDU, CSU und SPD, haben die Regel, nämlich künftig 12 Monate für Minister, die wechseln wollen in die Wirtschaft oder aber eben sogar bei besonderen Fällen 18 Monate, wobei im Gesetz erst definiert werden muss, was diese besonderen Fälle sein sollen. Also darauf hat man sich wohl verständigt in den Fraktionen. Allerdings, die Pressearbeit heute Abend war praktisch gleich null. Es ist nämlich niemand rausgekommen, der uns informiert hat. Es waren keine Pressesprecher mit im Bundeskanzleramt. Und insofern können wir Ihnen nicht sagen, ob die Runde heute Abend das abgenickt hat. Aber ich gehe mal stark davon aus. Was Sie sagen können, ist, dass Ursula von der Leyen, die zuletzt viel Gegenwind hatte, dass sie spät dazu gekommen ist. Was waren denn Ihre Themen? Ja, die Minister in den einzelnen Ressortbereichen, die wurden dazugerufen jeweils. Also am Anfang war zum Beispiel Herr Dobrindt dabei, der Verkehrsminister, der ja auch für den digitalen Ausbau zuständig ist. Wolfgang Schäuble war da, aber auch der Innenminister. All diese drei haben am Anfang dort mit der Runde zusammengesessen. Die haben das Kanzleramt dann wieder verlassen und gegen 21 Uhr kam dann Ursula von der Leyen. Und in der Tat ist ja in ihrem Ressort im Moment einiges los und auch in der Koalition hat es ja doch scharfe Töne und Angriffe gegenüber der Verteidigungsministerin gegeben, sodass man sich als Beobachter schon fragen muss, wer regiert hier eigentlich zusammen? Frau Fahimi, die Generalsekretärin der SPD, ist da so ein bisschen aus ihrer Rolle herausgeschlüpft am Montag und hat doch sehr harsche Angriffe gegen den Koalitionspartner gefahren. Thomas Oppermann, der Fraktionsvorsitzende, ist heute auf der Fraktionsebene nochmal zurückgerudert, hat gesagt, das sind Fehler der Vergangenheit. Die muss Frau von der Leyen jetzt gemeinsam mit uns ausbaden und wir müssen jetzt sehen, dass wir die Bundeswehr wieder in Gang kriegen. Denn in der Tat ist ja das, was in den letzten Tagen und Wochen da rausgekommen ist, ziemlich blamabel für Deutschland, dass eben eigentlich die Bundeswehr kaum einsatzfähig ist. Und das muss schnellstens behoben werden. Gerd-Joachim von Fallois, vielen Dank für diese aktuellen Einordnungen zum ersten Koalitionstreffen heute.